warum nicht funktionieren? Weil zu wenig. Scheiße! Das ist immer der Problem, ja. Der Fehler. Wenn man mit diesen Scheißdingern arbeitet. So, so. Oh, er hat da noch irgendwas weggerissen. Ja, dann verbinde dich doch auch wieder. Was ist denn los? Geht doch. Wäre ja nichts schlimmer, als wenn der Grinder jetzt hier leer läuft. Hä, der Grinder läuft doch gar nicht. Wie viel braucht denn der dafür? Ist das nicht 1 zu 1? Läuft aber sehr, sehr langsam. Komisch. Sekunden. Ich knall die mal hier einfach wieder mit rein. Ist ja merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Gut, rücken wir dem Ganzen hier nochmal ein bisschen zu Leibe. Mit Upgrades kann ich da, wenn ich mich richtig erinnere, nichts mehr machen. Alter, muss ich jetzt das ganze Ding aus den Advanced Machine Casings bauen oder was? Nein, nein! Boah, knapp. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Da war ja was. Da war ja was. Ach. Nee. Oh, Alter. Ich muss jetzt, glaube ich, den ganzen Apparat aus Advance bauen, damit ich hier auf die 3000 Temperatur komme. Aber warum? Ich war doch mal eigentlich über 3000, meine ich. So, der Standard ist kaputt gegangen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, lalala. Moment mal ganz kurz. Das schreibe ich mir auf. 50 Minuten. Weil bei 50 Minuten eben gerade musste ich mal einen Song rausschneiden, weil der ist nicht ganz so passend für ein Let's Play. Für den würde ich auch, glaube ich, richtig Ärger kriegen. 2,8. Ich habe nur noch einen. Was soll denn das? Das gibt's doch wohl nicht. Der ist aber auch eigentlich geupdatet oder geupgradet, wie auch immer, mit Nichrome und hast du nicht. Schon wieder, Alter. Schon wieder finde ich dran gedacht. Der sollte aber auch eigentlich geupdatet sein, halt. Einen kann ich noch austauschen. Beziehungsweise zwei. Oder der ist das, der abgegradet wurde. Abgegradet. Kann ich das hier nicht sehen? Pass mal auf, dann nehmen wir uns Blast. Weil den habe ich mal abgebaut, weil der scheiße war. Weil der einen Fehler hatte. So. Den einfach mal kurz abreißen. 4 Overclocker Upgrade. Deswegen habe ich den nämlich entfernt. 3800. Der ist das nämlich. Ha.
Okay, dann habe ich den anderen nie geupgradet, geupdatet, wie auch immer. Weil jetzt ist nämlich das Problem, dass der zu wenig Energie kriegt. Der kriegt viel zu wenig Energie. Durch die 4 Upgrades da drin. Dadurch dauert er nämlich noch länger. Scheiße. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir uns mal... ja, welche Upgrades brauchen wir da denn überhaupt? Stellen wir uns den nochmal einfach hin. Ich wollte eigentlich noch was anderes machen. Aber ich glaube, das ist gerade wichtiger. Nein! Ach, verdammt, ey. Das regt mich jetzt ja auch nur ein bisschen auf, ne? Heat Capacity. Receipt. Da haben wir sie. Kantal Nichrome. Okay, dann stellen wir uns mal die Nichrome her. Beziehungsweise... Nichrome. Erst die Kantal? Okay. Die hier. Kantal. Puh, wenn ich mich richtig erinnere, war das in der Wiremill. Nee, nicht Uses, sondern Rezept. Hä? Wieso ist er jetzt wieder auf den Scanner gesprungen? Was soll denn so ein Blödsinn? Rezept, 4 Stück. Einen habe ich, also brauchen wir 3. Achso, war das jetzt... Oh, war das jetzt Wiremill oder was? Nein, hier, Rezept. Yo. In die Wiremill. 4 macht 16, macht 12. 12 Stück. Jauche er die durch. Ja, dann hätten wir uns die Advanced auch sparen können. Aber sowas soll man vorher auch mal wissen. Aber hier, man sieht, es tut sich da rein gar nichts. Und deswegen habe ich den ja nämlich auch mal abgebaut. Den mal weg. Weil das einfach, das hatte einfach keinen Sinn. Wenn der nicht arbeitet. So, aber nichtsdestotrotz, ich packe ihn da gleich wieder ran. So. Den drehe ich mir mal weg. Und dann Steel und Tungsten. In der Zwischenzeit, während das Kantal dadurch jaucht. Falsch. Ah ja, das ist sogar schon soweit. Okay. Kantal. Hä? Achso, den einen habe ich schon. Ich war gerade leicht verwirrt, hat man glaube ich gemerkt. Mal kurz die Taschen ein wenig aufräumen. So, dann kann ich mir die Nichrome nämlich auch gleich mitnehmen. So und so. Kantal Heating Coil. Einmal, zweimal. Und was sagt er jetzt? Jetzt läuft er nämlich auch los. Jetzt haben wir jetzt bei 3820 Grad. Ja, die baue ich denn... Ja, ich... Weiß nicht, setze ich die jetzt offscreen oder lasse ich den Scheiß jetzt so? Das überlege ich mir noch. Ich weiß nämlich nicht, ob wir noch Advanced... Advanced Machine Casings die nächste Zeit brauchen werden. Obwohl, kann ich ja mal kurz gucken. Advanced... Alter, Moment mal kurz. Was ist denn los hier gerade? Das sind nämlich E-Mails. Und ich muss nämlich mal gucken. E-Mails ist immer so eine Sache bei mir. Okay. Handy wieder auf lautlos. Diesmal aber auch wirklich zu 100%. Uses. Ja, brauchen wir eigentlich für keine Rezepte zurzeit. Und beim anderen Dingen, Plöbbel, Ölliken, ist das ja soweit fertig. Okay.
4 Stück haben wir schon. Wie viel brauchen wir denn da an Platten? Plasma. Den will ich ja wenigstens noch bauen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann können wir die schon mal... Oh, ich kriege nicht mal Hitze. Jetzt hätte ich aber mindestens damit gerechnet, dass ich Hitze kriege. Nicht? Nee, nicht. Ja, okay. Ja, war gut, war okay. So, Vakuumfreezer. Dann leg mal langsam los. Ja, gut, läuft so. Kein Upgrade rein, kein gar nichts. Alles umso besser. So, wir werden jetzt aber mal kurz was anderes machen. Was mir nämlich auch schon seit ein paar Tagen auf der Seele drückt. Und zwar gehen wir hier einfach mal nach unten in unsere Abteilung hier. Den habe ich jetzt verändert auf einem anderen Wert. Und der jaucht da immer weiter fleißig hinterher. Und zwar werden wir... Jetzt habe ich natürlich eine Sache leider vergessen. Und zwar den Pinsel mit weißer Farbe und mit grauer Farbe. Wir werden nämlich hier mal alles abreißen. Und werden hier nämlich mal auf die Schnelle alles ein bisschen neu bauen. Weil ich habe mir das alles angeschaut. Und ja, ich habe es ja auch schon gesagt. Es funktioniert wieder. Also... Ja... Funktioniert wieder. War königlich gerade. Jetzt weiß natürlich auch jeder, wovon ich rede. Den weg. Also, man kann jetzt ja halt diese Industrial Electrolyzer kann man jetzt ja direkt neben das Reservoir stellen. Ohne, dass etwas passiert. Oh, Alter. Nee. Dann halt so. So, jetzt nochmal. Ach, den Scheiß brauche ich ja für die Dinger. Aber egal, das reißen wir erstmal weg hier. So, machen wir hier nochmal einen Track weiter. Nicht, dass ich... falsch. Ich möchte den im Vordergrund. Danke. So, jetzt nochmal kurz sammeln. Und nochmal den Text, den ich eben ansprechen wollte. In einer meiner Testversionen oder Testwelten hatte ich den Aufbau aufgebaut. Da ließen sich die Industrial Electrolyzer nicht direkt vom Reservoir aus füllen. Ist so, war so, keine Ahnung, woran es liegt, gelegen hat. Ja, war zu dem gegebenen Zeitpunkt einfach so. Gut, kann ich nicht ändern, ist dann halt so, habe ich so hingenommen. Ergo habe ich das halt mit diesen Fluid Transposern aufgebaut. So, braucht man jetzt nicht mehr. Die Fluid Transposer benötigt man jetzt nicht mehr, weil die Electrolyzer sich jetzt direkt an dem Wasser auffüllen. Gut, hätten wir damit geklärt. Da habe ich keinen Strom, das ist schlecht. So, alles mal hier ein bisschen wegräumen, damit ich ein bisschen arbeiten kann hier an dieser Stelle. Jetzt geht das Theater los. Automatic Canning Machine. Flop. Der benötigt jetzt einen Exportbus. Wollen wir mal gucken, ob wir den richtigen haben? Nein. Exportbus. Oh. Den will ich haben. Flop. Des Weiteren benötigt er einen Importbus. Flop. Und er braucht Energie, die ich selbstverständlich gerade nicht dabei habe. So, Fibre. Also ich glaube, ich muss diesmal ein bisschen die Minecraft-Sounds oder die Sounds im Hintergrund rausschneiden, wegen der Musik. Ist halt so. So. Das hätten wir soweit. Jetzt reißen wir die Geräte nochmal ab. Okay, haben wir. Jetzt nehmen wir uns die Kabel. Und die Reservoirs.
Und wir haben keinen Platz mehr. Günstig. Tools. Zange da mal rein. Die Transposer. Tschüss. So.